Will Smith hat es, Britney Spears hat es, Channing Tatum hat es, Jamie Oliver hat es, Taylor Swift hat es. Sie alle haben sich öffentlich zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, bekannt. Das Buch Struwwelpeter kennt fast jeder, obwohl es schon 150 Jahre alt ist. Der Struwwelpeter selbst, aber auch Hans Guck in die Luft und der Zappel Philipp sind ADHS-Kinder mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. ADHS gibt es schon immer. Aber in unserer Leistungsgesellschaft fallen die Betroffenen viel eher auf. Es wird Leistung von ihnen erwartet. Aber gleichzeitig werden sie ständig durch verschiedenste Reize, wie Smartphones, die ständig auf sich aufmerksam machen, abgelenkt. Wenn wir heute das diskutieren, dann glaube ich, dass wir ein Problem haben, das von den Kindern erwartet wird, dass sie im Grundschulalter schon verstehen, dass sie jetzt leisten müssen, damit sie dann später einen guten Übertritt aufs Gymnasium schaffen können. Während es früher so war, da vorne war der autoritäre Lehrer gestanden und der hat gesagt, lernt es, macht es. Und damit sind die meisten Kinder, so schlimm das war, irgendwie auch durch das System durchgegangen. Niemand hat eine Zukunftsangst gehabt. Und jetzt haben wir total verunsicherte Eltern, die den Kindern viele Freiheiten einräumen in den ersten Lebensjahren, wo man auch viel von der Verhaltenssteuerung letztlich noch bedingen, beeinflussen kann. Dann sind plötzlich alle verwundert, wenn die in die Grundschule kommen, dass sie nicht von sich aus ein angepasstes Verhalten zeigen, wenn sie jetzt plötzlich im Klassenzimmer da sitzen müssen. Aber selbst da sind die Strukturen dann wieder viel offener. Da sitze ich dann am Gruppentisch, ich habe mein Gegenüber, ich werde von dem abgelenkt, die Klassenzimmer sind alle bunt, der Lehrer ist nicht mehr die Autorität, die vorne steht. Und während viele Kinder, die eine normale Steuerungsfähigkeit haben, damit gut umgehen können, bleiben die ADHS-Kinder in diesem Kontext dann zurück, weil sie das eben nicht leisten können. Hauptsymptom der ADHS ist die Aufmerksamkeitsstörung. Die ADHS ist eine Störung und hat großen Einfluss auf die willentliche Steuerung der Aufmerksamkeit. Etwas willentlich nicht beeinflussen zu können, kennen bestimmt einige, zum Beispiel wenn sie in unangenehmen Situationen plötzlich rot werden. Das ist peinlich, aber eben nicht willentlich beeinflussbar. ADHS gehört zur Gruppe der Störungen von Verhalten und Emotionen. Menschen mit ADHS nehmen ihre Umwelt anders wahr. ADHS-Kinder fühlen, denken und handeln anders. ADHS tritt bei ca. 5% der Kinder auf. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ein Oberbegriff für zwei Ausprägungen dieses Störungsbilds: mit und ohne Hyperaktivität. ADS-Betroffene, das heißt Menschen, die zwar unter einer Störung der Aufmerksamkeit leiden, jedoch nicht hyperaktiv sind, wirken oft verträumt und bisweilen auch verlangsamt. Hyperaktive ADHS-Betroffene sind demgegenüber oft unruhig, zappeln und können ihre Bewegungsimpulse kaum kontrollieren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass vorwiegend erbliche Einflüsse ADHS bedingen. Durch die fehlenden Botenstoffe im Gehirn können Betroffene Informationen kaum filtern. Und daraus resultieren eben Konzentrationsstörungen, daraus resultiert die Schwierigkeit, Wichtiges zu erkennen, daraus resultiert auch Motivationsprobleme und daraus resultiert auch die Kontrolle über die Gefühle zu haben. Wichtig ist jedoch, weder die Erziehung noch die Umwelteinflüsse sind Ursachen der ADHS. Sie beeinflussen aber ihren Verlauf im positiven oder negativen Sinn. Wir wissen, es ist sehr förderlich, wenn Kinder Unterstützung bekommen, wenn Kinder viel Sport machen, wenn Kinder auf dem Land aufwachsen, wenn viel Grenzen und Regeln da sind, die auch eingehalten werden, dann ist das für ADS-Kinder hilfreich. Auch eine Reizüberflutung durch Fernsehen, Computerspiele, Smartphones oder eine chaotische Umwelt sind keine Ursachen der ADHS, doch können sie die Symptome der ADHS verstärken. Ich weiß, dass ich ADHS habe seit circa meinem 4. Lebensjahr. Eigentlich wusste ich das schon immer, ich bin damit aufgewachsen. Mein Bruder hatte auch ADHS und meine Eltern auch. Deswegen war es immer so ein Begriff. Mit dem habe ich aber halt in den jüngeren Jahren eigentlich nie was anfangen können. So. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir eben gesagt hatte, dass wir damals, als ich noch in Amerika gelebt habe, mit 4 dann zu der Kinderpsychologin gegangen sind. Und ich dann damals meine Diagnose bekommen habe. Ich war früher
der größte K.O. sozusagen, auch komplett hyperaktiv, durchgedreht. Einfach als dann ganz schnell gereizt. Zum Beispiel wusste ich, dass ich in der Klasse mich einfach nicht konzentrieren konnte zum Beispiel oder dass ich einfach die ganze Zeit rumgehampelt habe, obwohl ich es gar nicht so richtig wollte und ich der Einzige war in der Klasse, der so drauf war. Und hatte ich halt mit der Diagnose eine Erklärung dafür. Ich glaube, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich gesagt habe, ich bin so wie die anderen. Es war immer, ich war anders. Und das war in vielen Teilen auch ein beunruhigendes Gefühl, aber auch etwas, womit ich mich auch besonders gefühlt habe. Das hat mich auch dazu motiviert, immer so optimistisch durch all die Jahre zu gehen, auch mit alten Therapien und so weiter. Ja, jetzt heutzutage ist es so eigentlich, dass ich meistens in der Klasse so der Ruhige bin und der auch sozusagen mehr ab kann, im Gegensatz zu anderen. Also ich kann mich mit meinem ADHS auf Dinge, die mich interessieren, sehr stark fokussieren, kann da ewig lang dran arbeiten, ewig dran tun und machen. Zum Beispiel, ich lerne gerade eine Programmiersprache und kann da stundenlang mich dran setzen, ohne zu ermüden und daran weiterarbeiten. Es führt auch zu meiner Spontanität, zu meiner Kreativität, dass ich auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich mich nicht zweimal fragen muss, schreite ich da ein oder schreite ich da nicht ein, da schreite ich ein. Ich glaube, das ist so eine Sache, die mich ausmacht und die will ich auch überhaupt nicht vermissen. Gut, ich habe ADHS, habe ein paar Nachteile, aber die kann ich sozusagen halt einfach gucken, dass ich die ausblenden kann und die mit anderen Sachen, also mit den positiven Seiten sozusagen wieder auffüllen. Und so ist es an sich auch wieder ein Gleichgewicht. Vieles bleibt einem doch erhalten. Das heißt, so dieses Thema, sich selber zu organisieren, dieses Thema, die Kontrolle über die Gefühle zu bekommen, rechtzeitig in die Gänge zu kommen, Sachen zu Ende zu machen, das ist oft auch noch im Erwachsenenalter eine Herausforderung, damit einen guten Weg zu finden. Aber im Erwachsenenalter ist es ja eher möglich, dass ich mir meine Bedingungen so ein bisschen selber auswähle. Welchen Beruf will ich ergreifen, dass der zu meinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch zu meinen Schwächen passt. Insofern kann Heilung in dem Sinne irgendwann so sein, dass keine Behandlung nötig ist mehr, aber zum Teil bestehen die Symptome eben weiter fort. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich Menschen sucht, die einem gut tun und die zu einem passen. Durch ihre Art zu denken können sie sehr kreativ und kritisch sein und dadurch völlig neue Sichtweisen entwickeln. Unter ihnen gibt es neben Künstlern auch den Politiker Christoph Lauer, den Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen, den Profisportler und Weltmeister Sven Ottke und den Buchautor und Blogger Sascha Lobo.